Hallo und herzlich willkommen heute zu Atomic Heart. Eine russische Produktion, im Moment sehr schwierig. Aber worin geht es in dem Spiel? Das ist ein Action-RPG, Singleplayer, First Person. Und es geht darum, dass wir in den 50er Jahren, 40er, 30er, 40er, 50er Jahren, haben die Russen ein Element entwickelt, mit dem sie Technik betreiben können, Roboter und ähnliches. Dadurch, als es zum Zweiten Weltkrieg kommt, haben sie sehr schnell die Überlegenheit über die Deutschen gewonnen und versuchen die zu... oder haben die fast überrollt, und als sie sie fast überrollt haben, kommen die Deutschen mit der braunen Plage, soweit ich das jetzt auf dem Schirm hatte, also eine Art Virus, und das ist dann nicht so gut. Dann kommt ein russischer Wissenschaftler mit der KI, um besser alles zu koordinieren, zusammenzuschalten. Kollektiv 1.0. Funktioniert auch erst einmal so weit und so gut, bis dann 1955 die Version 2.0 von Kollektiv rausgebracht wird. Und die stürzt alles, irgendwie diese ganze Facility-Einrichtung, ins Chaos. Irgendwas gerät aus dem Ruder. Und eigentlich, ja, das ist nicht zum Schönreden. Vor allem jetzt kurz vor dem... Das Spiel kam ja am 21. Februar 2023 raus. 24. Februar 2022, Beginn des Angriffskriegs der Russen gegen die Ukraine. Aber so ein bisschen spiegelt das Spiel eben das wieder, wie die Russen funktionieren. Nämlich, dass dort nichts funktioniert. Sie haben tolle Ideen. Erinnert ihr euch an den Film Armageddon? Russische Technik, amerikanische Technik, kommt ihr alle seit Taiwan. Genauso ist es. Oder eben die Anekdote... Die Amerikaner haben Millionen dafür ausgegeben, um im Weltraum einen funktionstüchtigen Kugelschreiber zu benutzen. Was haben die Russen gemacht? Ein Bleistift benutzt. Aber nichtsdestotrotz, kann man nicht schönreden. Es ist total scheiße, was die Russen abgezogen haben. Vor allem mit ihrem Väterchen Frost Putin. Jetzt schauen wir uns dieses Spiel an. Immer im Hintergedanken, was die Menschen in der Ukraine durchmachen. Was wirklich schwierig ist. Bin gespannt. Es soll ein gutes Spiel sein. Das tut mir dann umso mehr weh in der Seele. Vor allem für die Entwickler, die das entwickelt haben. Ja. Es soll ja sowas ähnliches sein zwischen Fallout, Bioshock. Mich erinnert das sehr stark an Wolfenstein. Okay. Friedlicher Atom. Wir heißen dich herzlich zu einer lockeren Erkundungstour. Also ich hoffe, ich bin in der richtigen Ecke. Durch Anlage 3826 willkommen, Genosse. Spektakuläre und rasante Schlachten mit Robotern werfen dich auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht so lange von der Geschichte abhalten. Natürlich musst du immer noch kämpfen, aber anheizen wird dir ausschließlich die Handlung. Lockerer Ausfall. Armageddon. Wir nehmen erst einmal hier die Mitte. Karlstipp. Wenn du in einem Gebiet mit vielen Patrouillen bist, mach möglichst wenig Lärm, sonst... ja, kriegst du Aua auf den Po, wie wir gesehen haben. Wir gucken das Ganze uns jetzt mal die erste Stunde an, wie ein Review. Wir spielen das auf Windows mit Tastatur und Maus. Schön hier. Doch, Deutsch. Positive Energie. Der Chelomei-Komplex wurde dafür gebaut, eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ja doch, Hanshu. Ich war hier schon mal. Kommen wir rechtzeitig zur Rede? Oh, wir haben jede Menge Zeit. Danach können wir sogar noch Karussell fahren. Wavilo schwingt auf der Icarus-Plattform. Interessant finde ich ja, dass der Entwickler Moonfish, im Westen wird das von Focus Active Entertainment auch rausgebracht. Die haben da... Man muss schon außerordentlich brillant und engagiert sein, um hier zu arbeiten. Dass die davor ein VR-Spiel Soviet Luna Park rausgebracht haben und dann sich an das Produkt reingetraut haben, was basiert auf... Darf ich dir eine Limonade anbieten, Genosse? Sehr freundlich. Eins, ja danke. Zwei, ja, danke. Oh, er wählt dann automatisch, wenn ihr nicht schnell genug schaltet. Okay.
Also interessant, dass sie dann dieses Projekt hier auf die Beine gestellt haben. Mein Roboter steckt in einem Baum fest. Mal wieder. Und es basiert auf Unreal 4 Engine. Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Ja, sieht ganz so aus. Also so ähnlich vergleichbar mit Harry Potter. Also Hogwarts Legacy. Tag. Aber es ist schön, deswegen wollte ich das Spiel auch spielen, weil schön die Russenpropaganda. Alles schön reden. Wir schauen es uns an. Was hast du mit ihnen gemacht? Den ganzen Tag geht das so, vollkommen im Eimer. Diese Häuser müssen gestrichen werden, aber sieh nur, was sie getan haben. Gib mir deinen Steuercode. Ich richte das. Halt still, Schweinchen. Vielen Dank. Der Code ist 0451. Okay, dann. An die Arbeit, ihr Penner. Macht schon! Macht schon! Mensch, du hast's geschafft. Tausend Dank. Viel Spaß bei der Feier. Guten Morgen, mein Junge. Wie geht es dir? Gut geschlafen? Guten Morgen, Dr. Sechenov. Alles ist gut. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Ja, Dr. Sechenov. Ich passe drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuhintegration abzuschließen. Ich habe heute viel zu tun, deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Ich melde mich später. Verstanden. Und nicht wundern, wenn ich rüberschaue, ist mal Kontrollmonitor. Vor allem der Ton, ob der euch nicht um die Ohren fliegt. Du wurdest zum Labor abkommandiert, Genosse Major. An der Luftstraße wartet eine Turbine auf dich. Major. Sind die Befehle klar? Kristallklar, hau endlich ab. Schön zu hören, dass du keine Fragen hast. Ausnahmsweise. Russland in der russischen Armee ist ja irgendwie jeder zweite ein Major mit ganz vielen Orden. Plattformbewohner und Gäste der Anlage. Die Ansprache des Generaldirektors von Anlage 3826, Dr. Sechenov, beginnt in Kürze. Sammelt euch auf dem Stadtplatz, um seine Rede zu hören. Ausruhen können wir uns, wenn wir tot sind. Okay. Schon mal ein interessantes Otto. Hey, dieser Roboter ist gar nicht so übel. Gute Koordination. Hast du etwa einen Roboter gelobt? Erstaunlich. Ja, aber nur, weil er nicht ständig versucht, mir gute Ratschläge zu geben. Ja, Alexa, da kannst du dir ein Scheibchen Brot abschneiden. Okay, also Kontrollen normalerweise mit ganz normal WASD. Guten Tag, Genosse. Mit F aktivieren. Tritt näher. Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast. Nein, danke. Ich sehe mich nur um. So was haben wir doch schon in der Hand. Warum sich nur umsehen, wenn du dein eigenes personalisiertes Gerät sofort bekommen kannst? Ich helfe dir bei der Wahl des richtigen Geräts. Sogar passend zur Augenfarbe. Hey, wie wär's mit einem Modell in Pflaumenlila? Du bist doch polymerisiert, oder? Selbstverständlich. Aber sollten diese Geräte nicht erst ab Montag verkauft werden? Korrekt, Genosse. Aber deiner Uniform nachzuschließen, bist du schon jetzt berechtigt, deinen Gedanken-Neurokonnektor zu aktivieren. Derzeit funktioniert das Gerät nur als persönliches Telefon und Lichtquelle. Doch so können sich Benutzer bereits daran gewöhnen, es auf dem Kopf zu tragen. Und es ist kostenlos? Aber natürlich. Darf ich dich verbinden? Nein, danke, kein Bedarf. Ach, zu schade. Du würdest es auch nicht bereuen. Naja, schönen Tag noch. Tamagotchi am Kopf oder so. Hey, versuch, Sancho. Ich habe das Gefühl, dass du nützlicher als dieses komische Ding auf meiner Stirn sein wirst. Du sollst dir was ganz Besonderes sein. Das wirst du noch früh genug sehen. Aber meine korrekte Anrede lautet Charles.
das charakteristische Lern- und Erfassungssystem. Ich nenne dich so, wie es mir passt. Handschuh. Aber wir haben eins gelernt. Das finde ich auch Entwickler. Die Entwickler entwickeln, haben eine zukünftige Version Russlands entwickelt. Kaufe den Anlagekurier, Genosse. Überall enorme Fortschritte. Biologie, Robotik, Waffenforschung. Gerade rechtzeitig für die universelle Polymerisation. Der Fortschritt lässt sich wohl nicht aufhalten. Ganz genau. Erfüllt dich das nicht mit Stolz? Also was geht denn gerade so bei der Biologie? Was gibt Neues bei der Robotik? Was kannst du in der Waffenforschung sagen? Was gibt es Neues bei der Robotik? So wie es aussieht, werden sich Roboter in 5 Jahren nicht mehr von Menschen unterscheiden lassen. Veraltete menschenähnliche Modelle wie ich werden dann mit Polymer General überholt, um alle Feinheiten der Gesichtsmimik zu beherrschen. Eines Tages wirst du eine Zeitung kaufen und nicht mal merken, dass du mit einem Roboter redest. Ich würde lieber von vornherein wissen, wer ein Mensch und wer ein Roboter ist. Ja. Also, ich werde deine Zeit nicht länger beanspruchen. Mach's gut. Eine Zeitung? Was zur Hölle soll ich denn damit? Dir ist vielleicht entgangen, dass Zeitungen eine Informationsquelle sind. Ich habe einen sprechenden Handschuh. Kannst du mich nicht informieren? Darf ich dich daran erinnern, dass ich Informationen über unsere Umgebung auf deiner Netzhaut anzeigen kann? Schlauer wirst du dadurch nicht. Aber du kannst sie einfacher lesen. Benutzt das Menü deines Handschuhs. Mieser Penner. Also nochmal zurück. Die haben so viel Entwicklung hinter sich. Solarkollektoren, Roboter und sonst irgendwas. Aber ihre alten Wolgas fahren sie immer noch. Nicht tot zu kriegen, die Dinger. Aber auch genauso scheiße. Aber einen Vorteil haben sie. Wenn irgendwann die Aliens kommen und ein EMP zünden, dann werden die Dinger immer noch fahren, weil null Elektronik drin ist. Ich hatte gestern meinen Polymer behandelt. Ich fühle mich wirklich großartig. Ich habe schon damit begonnen, Physik und Chemie zu studieren. Mein Gott. Das ist ein Klon. Holt euch euren Gedanken. Sonst du halt diesmal mit einem orangenen statt mit einem rosanen Gedankenkontrollgerät. Ja, genau. Ja, also. Wie gesagt, russisches Produkt. Falls ihr zum Beispiel die ukrainischen Entwickler unterstützen wollt, dann guckt euch das kostenlose Free-to-Play-Shooter-Game Shatterline an. Ist bei mir auch auf dem Kanal oder auf anderen Kanälen. Sehr gut gemacht, wird auch weiter fortentwickelt. Respekt an die Leute, die das in Kiew unter den Umständen, die sie haben, immer noch entwickeln und regelmäßig Updates rausbringen. Das ist... teilzunehmen. Erfahrt die Geschichte von Anlage 3826 und ihren großartigen Entdeckungen. Zollt den Kriegsopfern euren Respekt. Also wegen dem braune Virus. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Wie in China. Warst du schon in China, Genosse Major? Ich war schon überall. Ich meine... Mit Ausnahme von China, natürlich. Anlage 3826 ist nicht weit von unseren chinesischen Verbündeten entfernt. Ich mag ihre Tatkraft. Und angeblich soll es da schön sein. In der Tat. Familie in China. Es ist sehr schön dort. Solange ein Beamter neben dir steht. An dem Reim muss ich noch arbeiten. Oh, das ist ja... Das ist, da erblüht das Herz, wenn man dieses Gesicht und dieses Gesicht sieht. Komm, wer ist denn hier drin? Wer ist hier drin? Oh, das ist purer Sex. Das ist so hot. Das ist jedes Sowjetherz sofort höher schlagen. Das ist, kann man nicht mal als Propaganda abtun. Ja, mein Russisch ist leider schlecht. Du hast im Krieg gekämpft, Genosse Major. Hast du dich gerade an etwas erinnert? Nein, ich kann mich an nichts erinnern. Seit meiner Verletzung ist mein Gedächtnis im Eimer. Als würde etwas in meinem Kopf stecken, aber ich weiß nicht was.
Schöne Scheiße, Mann. Verdammt. Achte auf deine Wortwahl, Major. Wir sind an einem öffentlichen Ort. Ach, scheiß drauf. Hey, was steht denn hier als erstes? Kommt hier was? Kommt hier nichts? Genosse Sechenov entwickelt die Polymere. Also das ist das, womit sie das Wunder der Wissenschaft machbar bekommen haben. Dass den zukünftigen Weg der Menschen nicht nur in der Sowjetunion bestimmt. Ein Schlüsselmoment in der Geschichte der Wissenschaft und Technik. Die Geistesgrößen der Sowjetunion, jede von ihnen ein herausragender Wissenschaftler, darunter die Genossen Wawilow, Sacharow, Koroljow, Kurchatow, Lebedev, Pavlov, Sechenov, Filomonenko und Chelomei. Boah, das ist ja fast iranisch. Vereinten ihre Kräfte, um eine Gruppe zu gründen, die Grundlagen für verblüffende wissenschaftliche und technologische Fortschritte in der UdSSR und darüber hinaus schafft. Ach, immer diese Liebe zu UdSSR, die war so großartig. Das ist... in Erinnerung schwelgen. Die Genossen Sechenov und Filomonenko entwickelten die erste polymerbasierte Wasserstoffzelle der Sowjetunion. Ab diesem Zeitpunkt gewinnt die Zukunft der sowjetischen Robotik weltweit an Wichtigkeit. Und wir spielen das auf alles Max. Nachdem das Dritte Reich. Ein vertrautes technisch. In dem Jahr haben wir uns kennengelernt. Oh. Ja, das war was. Nachdem das Dritte Reich erkannt hat, dass sein Untergang unvermeidlich sein würde, holte es zu einem furchtbaren, schändlichen und abscheulichen letzten Schlag aus, indem es ein tödliches Virus namens braune Pest auf die freie Welt loslässt. Die Krankheit tötet mit unfassbarer Geschwindigkeit. Es gibt keine Rettung vor dem verheerenden Pandemie und vorhandene Medikamente erweisen sich als unwirksam. Das war 1942. So, dann haben wir 43. In der Sowjetunion beginnt ein staatlich gefördertes weltweites Programm zur industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung. Der Stolz der Sowjetwissenschaft wird gegründet. Anlage 3826, der Höhepunkt des Fortschritts, in der die größten Wissenschaftler der Welt ihre Heimstatt finden. Ja. Ehrlich gesagt, ich hätte es den Russen gegönnt, dass sie diesen Fortschritt gemacht hätten. Aber leider, ja, wenn man in einem Kleptomanie-Staat lebt. In Anlage 3826 erfolgte der Start des neuronalen Netzwerks Kollektiv 1.0. Das erste globale Netzwerk der Welt vereint die größten Errungenschaften der Menschheit. Eben, die Menschheit und nicht der Einzelne. Das versteht man in einem Staat, in dem man die ganze Zeit sagt, die Gemeinschaft, weiß man sofort, dass es immer erlogen ist und es geht nur um den Einzelnen und seinen Profit. Erster bemannter Raumflug, 12. April 1951. Irgendwo weiter? Schade. Mir war so, als ob hier eine Tür gewesen wäre. Aber vertan. Okay. Nicht glauben, dass die Sterne so nah sind. Genossen, der Tag wird kommen, an dem alle Planeten wir werden des Sonnensystems eine Sterne künstliche erreichen. Atmosphäre cooler haben. Projektor. Genau heute für menschliches machen Leben wir den ersten geeignet Schritt ist. Auf dieser historischen Reise. Er verschießt Partikel. Das sollte auch gehen, oder? Tretet näher, Genossen. Betrachtet dieses Modell des Universums. Sieh nur hin. Welch atemberaubende Schönheit. Als ich klein war, hätte ich mir nie träumen lassen, Menschen könnten so hoch und so weit reisen. Also ich muss zugeben, wenn ich die Dame sehe, sie ist absolut eine Schönheit. Weil wenn ich die Kids aus Hogwarts sehe, das ist dann schon echt strange. Die ganzen Zombies. Ein tragbares Gerät für die Aufzeichnung und Übermittlung von Sprachnachrichten zwischen Pavlovsk, Kamtschatski und Leningrad gibt es nur einen Chepeta. Okay. Kamtschatka ist ja gegenüber Alaska. Saft. Eine nahrhafte Rezeptur für lange Weltraumreisen. Die programmierbare Geschmackssensation im Glas. Saft. Oh ja. Tomatensaft wahrscheinlich. So, Madam. Ich müsste hier rein. Major Nechayev meldet sich zum Dienst auf Befehl des Genossen Sechenov. Willkommen,
Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt. Die Geburt von Kollektiv. Ja, ja, hoch. Aber die haben auch teilweise das Problem mit der Ausleuchtung, wie in Hogwarts Legacy. Das ist ja auch gleicher Engine. Das ist die Zukunft des sowjetischen Bildungssystems. Ein persönliches Projekt von Dr. Sechenov. Polybildung. Vorbei sind die Tage, an denen Sowjetbürger viele Jahre an Lehrinstituten verbringen mussten. Jetzt wird einfach ein spezielles Neuropolymer mit dem gewünschten Fach injiziert. Zum Beispiel Naturwissenschaften auf Universitätsniveau. Und schon bist du ein gebildetes Mitglied der Gesellschaft. Möchtest du Koreanisch lernen? Ein Doktor der Atomphysik werden? Oder Klavier spielen können? Mit Kollektiv 2.0 ist das alles möglich. Bla bla bla, alles schon gehört. Erspar dir die Vorrede, Roboter. Entschuldigung, natürlich. Dein spezieller Fall erfordert etwas Wirksameres. Aber du benötigst immer noch eine erste Neuropolymer-Injektion. Genosse Sechenov erwartet dich, Agent P3. Ich wurde über deine bevorstehende Ankunft informiert. Hier, nimm diese Kapsel. Ellen sind immer gut. So viel Kultur, Musik, Geschichte, Wissenschaft. Alles irgendwie den Bach runtergegangen. Kann man echt nicht verstehen. Vor allem immer wieder dieses, wenn wir alle super sind, ist keiner super. Ach, Tschaikowski. Achso, sollte ich jetzt noch eine Kapsel nehmen? Oh ja. Sehr magnetisch anscheinend. Okay. Also ich habe nur den Trailer von dem Spiel gesehen. Da wird aber kräftig gesaugt. Und jetzt? Ja, auch das typische einfach. Du hast jetzt deinen Handschuh um die Scanner-Funktion erweitert. Die Sensoren in deinem Handschuh sind jetzt über das Neuropolymer direkt mit deinem Nervensystem verbunden. Insbesondere der Polymernetzhaut deiner Augen. Um den Scanner zu aktivieren, musst du eine bestimmte Geste machen. Bitte strecke deinen Arm in Richtung eines Objekts deiner Wahl aus. Deine Handfläche sollte dem Objekt zugewandt sein. Ich hoffe, es soll nicht der rechte Arm sein. Mit Ausnahme von Daumen und Zeigefinger die Finger deiner Hand zusammen. Forme mit Daumen und Zeigefinger einen rechten Winkel, um den Scanner zu aktivieren. Hat die spanische Inquisition dieses Ding entworfen, Roboter? Oh Gott. Die linke Hand zum Glück. Links Alt, um den Scanner zu aktivieren. Ja, ja. Hinfort, Dämon. Es handelt sich hier um eine höchst benutzerfreundliche Geste. Sie wurde von unserem führenden Experten auf dem Feld des interpretativen, absurden Avantgarde-Dadaismus entwickelt. Vom Führer persönlich. Was der Typ geraucht hat, will ich auch was. Hattest du nicht eben erst erwähnt, dass du es eilig hast? Halt die Klappe und scan weiter, ja? Ich lerne gerade die neue Hardware kennen. Du kannst jetzt verborgene Gegenstände sehen. Diese Fähigkeit könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Oh Gott. Fahre nun bitte mit deiner Mission fort. Hat irgendwas von Testsystemen von Boston Dynamics. Die laufenden Roboter, die sie im Moment entwickeln. Abdrücke auf dem Glas. Letzte Party startet. Dem Generaldirektor von Anlage 3826. Genossen, nicht mit. Wieso habt ihr alle die gleiche Hackfresse? Also den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, den schon ein paar Mal gesehen. Ja, okay.
Vielleicht sind das gar keine Menschen, sondern alles Roboter. Surprise, surprise. Oh. Autos. Das ist ja ein echt schönes Modell. Ich meine, ich finde ja auch die russischen Autos nicht schlecht, weil die sind nicht tot zu kriegen. Das ist cool. Ich bin Dmitri Sechenov und das ist Anlage 3826. Ein herzliches Willkommen in eurer Zukunft. Beginn des größten Ereignisses in der Geschichte der Menschheit. Nur ein kleiner Schritt trennt uns noch von einem unglaublichen Augenblick in unserer Evolution. Ja, dann haben sie mal so einen hässlichen Kulturpalast mal schön aufgemotzt. Sich selbst? Melde dich am Empfang dieses Hofhauses, Genosse Major. Du wirst dort erwartet. Allein durch die Kraft ihrer Gedanken Maschinen. Das schenkt uns endlich die Freiheit, auf lästige, unnötige Arbeit zu verzichten und uns ganz der Wissenschaft zu widmen. Im Namen des Personals von Anlage 3826 präsentiere ich euch das Gerät der Zukunft. Den neuralen Konnektor Gedanke. Alle Menschen stehen. Schön zu sehen, dass du dich nicht übernimmst, Genosse Major. Das Auto wartet. Du musst dich zum Büro von Dr. Sechenov begeben. Einer seiner Leibwächter kann dir den Zugangscode geben. Zu Befehl, mein Herr. Frei von allen Grenzen. Dank des neuralen Konnektors Gedanke steuert ihr alle Roboter mit dem Verstand. Ihr meistens akademische Fragen. Ich liebe es hier. Egal, wie oft ich hierher komme, ich bin jedes Mal von den Socken. Unser Aufzug ist da. Ihr braucht keine Bedienpulte mehr, keine unhandlichen Kommunikationsgeräte und Lautsprecher, keine Dokumente und elektronische... Mosaik sein, oder? Ja, sowas ähnliches. Das ist längst nicht alles. Okay, weiter geht's. Das hat... Das hat was von Bioshock. Könnt ihr euch erinnert? Wo es Bioshock 2, wo es nach Rapture, Bioshock 1, Rapture runtergeht. Sämtliche Kommunikation zwischen Gehirn und eurem persönlichen Gedankengerät wird ermöglicht über eine winzige Neuropolymer-Injektion in einem Polymerisationszentrum, wo ihr euer Gedankengerät erhaltet. In 5 Minuten, in nur 5 Minuten, werdet ihr zur Zukunft. Gibst du die komplette Kontrolle ab? Ja, Minions. Bürger der großen Sowjetunion, unterziehe dich wie alle noch heute der Polymerisation. Sei Teil von Kollektiv 2.0. Lerne, wie du mit deinen Gedanken Roboter steuern und das All erkundest. Erreiche den Gipfel der Evolution. Der weltweite Start von Kollektiv 2.0, unserem wunderbaren Netzwerk, erfolgt am 13. Juni 1955. Nur noch 2 Tage. Sichere dir dein Gedankengerät. Und werde noch heute zum Homo Futuro. Die Zukunft. Homo Futuro. Ja, also Marketing kann der Mensch auf jeden Fall. Und rein da in die gute Hütte. Das nenne ich mal Stil. Wissenschaft ist eben Macht. Ich bewundere wirklich, wie der Boss auf unüberwindbare Hindernisse herabblickt. Es gibt keine Hindernisse, die die Wissenschaft nicht überwinden abgesehen kann. Von einem elektronischen Handschuh, der nie Ruhe gibt. Hier ist dein Fahrzeugaktivierungscode, Genosse Major. Geht klar. Das Fahrzeug wartet unten. Du solltest dich beeilen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Wir können den gleichen Aufzug nehmen, mit dem wir hergekommen sind. Danke, Einstein. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Also sagen wir es mal so, ich habe meine Meinung geändert. Wenn die Russen mir sowas verkaufen, habe ich sie auch lieb. Aber kann es sein, Mädels, dass ihr ein bisschen größer seid?
Achso, hier steht über. Ah, Ballerinas. Russische Ballerinas. Okay. So, aber lass mich jetzt mal durch. Der Onkel möchte mal gucken. Wieso sind hier eigentlich abgestürzte Flugzeuge? Soll das auf die fehlenden Bauteile hinweisen? Okay. 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 Ey, ihr seid schon eine Augenweide. Wieso hat die eine goldenes Oberteil? Ja, muss man sich einfach auf dem Auge zergehen lassen. Und jetzt? Weil vorhin war auch kein Button da. Ja, okay, wir fahren von alleine. Wir fahren von alleine. Seid ihr noch hier? Tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, mein Junge. Die Reporter geben heute keine Ruhe. Wie gefällt dir, Chelomei? Du hast eine Stadt der Zukunft gebaut, Boss. Etwas Vergleichbares gibt es in der ganzen UdSSR nicht. Ich habe sie für die ganze Menschheit gebaut, nicht für mich. Uns stehen große Entdeckungen bevor. Eines Tages werden wir die Sterne erreichen. Diese Schlösser im Himmel werden der Beginn unserer Reise zu fernen Winkeln des Universums sein. Ich helfe der Menschheit lediglich, ihre wahre Größe zu erkennen. Dr. Sechenov, du bist ein Träumer. Fantasie und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Viele moderne Erfindungen wurden lange vorher in der Science Fiction beschrieben. Fliegende Maschinen, Raumfahrt, selbst Roboter. Willst du mir damit sagen, dass deine Ideen aus Romanen stammen? Sie stammen aus den Träumen der Menschheit, P3. Der Mensch ist zum Träumen geboren, um große Dinge zu tun. Doch leider gibt es auch solche, die unsere Träume zerstören wollen. Deshalb sind Leute wie du wichtig, Sergei. Leute, die geschworen haben, die Menschheit und ihr Schicksal zu verteidigen. Soll ich jemanden beseitigen, Boss? Du sagst das so gelassen, mein Junge. Hoffentlich kommt das nicht so weit, aber eins nach dem anderen. Zunächst brauchst du ein Handschuh-Upgrade. Melde dich beim Labor. Dort wird dich ein Tereshkova-Roboter treffen und zum Wawilow-Komplex bringen. Verstanden? Jawohl. Ich begebe mich sofort zum Auto. Also wir können uns auf jeden Fall... Erstens dachte ich, ich bin wieder nur eine Nummer. Aber nein, wir sind sehr gay. Das ist ja schon mal etwas. Wir haben schon mal einen Namen und eine Stimme. Das finde ich immer positiv in einem Spiel. Wir können auch über Steuerung uns wieder jetzt kauern. Das konnten wir eben nicht. Und ich finde gut, wie die Sowjetunion sich amerikanisches Design beim Stuhl... Das ist gut. Wenn man es nicht selber kann, dann lieber gut geklaut. Okay. Aber das ist ja nicht nur in der Sowjetunion, also Russland. Das wollen wir mal festhalten. Ja, halt in manchen Gegenden mehr ausgeprägt als in anderen. Okay. Können wir schneller laufen? Nee. Können wir uns nur kauern. Wenn wir uns kauern, wird das Bild ein bisschen dunkler. Okay, damit wir wahrscheinlich wissen, dass wir uns gekauert haben. Und jetzt sollen wir uns eine schöne Karre hier aussuchen. Held des Mutterlandes, 1 von 41. Das hier ist ein Spritfresser. Laufen Sie alle mit Elektrizität. Das ist die Zukunft. Da hast du recht. Bitte den Sicherheitsgurt schließen. Wir wünschen eine angenehme Reise. Okay. Wie kriege ich denn hier einen Sender rein? Die Enthüllung von Kollektiv 2.0 wurde in der ganzen Sowjetunion gefeiert. Sag bloß, ich komme gerade aus so einer Stadt. Die amerikanische Regierung zeigt sich besorgt über die Arbeitslosenzahlen, die nach Lieferung der ersten Roboterarbeiter aus der Sowjetunion... Wir haben genug Gedankegeräte. Es wird keine Engpässe geben. Kommentierte der Volksdeputierte Schaltschinow die wachsende Sorge in der Stadt Osjorsk. Wie wär's mit etwas Musik? Schon viel besser. Auch heute ist russische Musik. Kann schon schön sein. Wenn man ein bisschen open-minded ist, aber... Gott, das ist ja eine Insel. Oh, Scheiß.
Kleider. Kleister. Endlich mit deiner Mission begonnen. Und wie sieht denn das auf dem Boden aus? Sehr gut. Jawohl, mein Führer. Was hast du da gesagt? Ich sagte, dass ich bereits eingeführt worden bin von Dr. Sechenov persönlich. Aber danke, Herr Stockhausen. War das eben nicht ein wenig zu viel? Nein. Warum überrascht mich diese Antwort nicht im geringsten? Weil ich keinerlei Respekt für Arschkriecher habe. Gibt es denn überhaupt jemanden, vor dem du Respekt hast? Natürlich. Ich respektiere Dr. Sechenov, weil er mein Leben auf dem Operationstisch gerettet hat. Alle anderen müssen sich meinen Respekt verdienen. Aber was machen wir eigentlich in einer Blechkiste, die an einen verdammten Roboter geschnallt ist? Waren die Jets etwa alle ausgebucht? Scheiße. Der Turbinenritt ist Tradition. Er erinnert an den Anfang von Anlage 3826, als wir mit diesen Fahrzeugen zu unserem ersten wissenschaftlichen Komplex reisten. Na gut, aber warum ist es Tradition, das Ding von Hummeln ziehen zu lassen? Und warum nennen wir sie Hummeln, wenn sie eher wie fliegende Schweine aussehen? Fliegende Schweine? Hast du jemals fliegende Schweine gesehen? Beiderschwein. Oder fliegende Kunde? Ja, auf der Condor. Da hatte so ein Genie wie du mal vergessen, einen Zaun zu errichten. Aber diese Kühe flogen nur in eine Richtung, nach unten. Ich habe einen Vorschlag, Major. Du konzentrierst dich auf deine Mission und ich übernehme das Denken. Halt die Klappe, Handschuh. Ich versuche zuzuhören. Gibt es hier denn etwas, das du noch nicht gesehen hast? Ich bin noch nie hier gewesen, also Ruhe. Was? Wie kann das sein? Irgendwie fliegen wir gerade im Kreis. Lass mich jetzt in Ruhe. Also wir sind jetzt von da hinten gekommen. Tut mir leid. Fachausgabe auf Deutsch ist im Moment echt gut. Finde ich persönlich. Also. Okay, durch die Wolkendecke. Ich wollte schon sagen, das wird nämlich ganz schön feucht. Der Audioguide von Anlage 3826. Wir werden in Kürze unser Ziel erreichen. Voraussichtliche Landezeit 11.47 Uhr. Außentemperatur 26 Grad Celsius. Es weht eine leichte Brise. Du kannst jetzt die Soyuz-Granitbrücke über dem Lasursee und zwei Testgelände der Anlage sehen, WDNH und Sachali. Sie sind durch die Magnetschwebezüge verbunden, die Maglev-Bahn. Diese Technologie wurde von der Chelomei-Konzeptabteilung entwickelt und war ein persönliches Projekt von Dr. Lebedjansky. Du kannst jetzt den Betrieb einer automatisierten Fabrik sehen. Hier nehmen Roboter Montagearbeiten vor und liefern Maschinenteile aus, die von den verschiedenen Komplexen der Anlage angefordert wurden. Das war wiederum ein Armutszeugnis bei uns hier. Die Fabrik wird von einem Kollektiv 1.0 Knoten ferngesteuert und kann pro Stunde hunderte von Aufträgen autonom erfüllen. Darunter befinden sich Dr. Sechenovs Rechenzentrum, die Funkzentrale und der Steuerungsnexus für diesen Netzwerkknoten. Wir überfliegen derzeit Sonnenblumen-Solarfarmen, die in der Lage sind, das gesamte WDNH mit Elektrizität zu versorgen. Du kannst auch den Freundschafter Völkerpark und die Maglev-Bahnlinien sehen. Maglev-Stationen verbinden alle Bereiche von Anlage 3826, damit das Personal andere Komplexe schnell und komfortabel erreichen kann. Wir überfliegen derzeit die majestätische Mutter-Heimat-Statue, die 1949 in Gedenken an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Nun nähern wir uns dem Wawilow-Komplex, wo die zahlreichen Agrarwunder von Anlage 3826 herangewachsen sind.
Hier siehst du das sowjetische Sichelmonument, das von den Bildhauern Jelena Muchina und Alexander Kibalnikow entworfen und 1951 vom neuronalen Netzwerk Kollektiv 1.0 von Roboterbauarbeitern autonom errichtet wurde. Hierbei handelte es sich um die erste künstlerische Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Wo ist denn dein Hammer? Unsere Führung nähert sich dem Ende. Anlage 3826 steht offen für neue Spezialisten aus allen Teilen unseres Landes. Du wirst davon begeistert sein, in dieser Welt der bahnbrechenden Entdeckungen, wissenschaftlichen Errungenschaften zu arbeiten. Ich bin schon kotzübel, weil wir rückwärts fliegen. Partei und des sowjetischen Volkes. Kann ich mich nach hinten setzen? Major, der Dorfer macht sich kampfbereit. Bereit wofür? Ernsthaft? Pass auf! Was soll ich denn jetzt tun? Bitte was löse deinen Sicherheitsgurt erst dann, Scheiße! Wenn die Maschine völlig zum Stillstand gekommen ist. Du hast dein Ziel erreicht. Du befindest dich jetzt im Labor an, wo überirdische Technologien ausgewechselt sind. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Nimm meine Hand, Genosse Major. Ich werde dich zum Wawilow-Komplex geleiten. Was zur Hölle ist hier los? Darüber habe ich leider keine Informationen. Alle Roboter gingen normal ihren Tätigkeiten nach, bis sie plötzlich feindselig wurden. Oh, was zur Hölle soll das, du dämlicher Roboter? Bewegt eure verrosteten Hintern! Das war sehr unhöflich von Ihnen. Der Aufzug ist betriebsbereit. Verpiss dich, Scheißteil! Unsere Fahrt wird normal fortgesetzt. Ein Droffer-Abschlepproboter wird in Kürze eine magnetische Kopplung vornehmen und uns auf dem Luftweg nach... Verdammte Scheiße, nicht schon wieder! Oh, hilf mir, Genosse Major! Ich falle! Was zur Hölle? Ach du Scheiße! Scheiße! Spinning! Scheiße! Spinning! Atomic Heart. Welcome. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Achtung, das ist eine Notdurchsage. Ein wenig aus wie ein Go-Old, nur halt in der Hand und nicht im Bauch. Zauberer, hier ist P3. Eine trusty Axt. Sergei, ist alles in Ordnung, mein Junge? Mir geht's gut, Boss. Aber hier stimmt so einiges nicht. Was immer es auch ist, es muss schon vor einiger Zeit begonnen haben. Viktor Petrov ist der Grund. Er ist ein Verräter, der sich in den Zentralhub von Kollektiv gehackt und den Angriff der Roboter auf die Mitarbeiter ausgelöst hat. Petrov hat die Zugangscodes für die Übertragungsstation. Finde ihn und bring ihn mir lebend. Verstanden. Das Ziel ist Viktor Petrov. Meine Mission besteht darin, ihn zu finden und zu dir zu bringen. Ganz genau. Ende. Uh.
Uiuiuiui. Okay, die Scheiben sind bruchsicher. Ja, safety first. Ich habe einen Lottoschein gekauft und jetzt wird es Zeit, die Welt zu bereisen. Okay. Ja, viel Spaß. Okay, also rechte Maus gedrückt halten. Also, links alt auf der Tastatur ist der Scanner. Der zeigt die Lebensform an. Also zum Beispiel das Schwein, das Hühnchen. So. Linke Maustaste gedrückt halten. Wir laden dann unseren Angriff auf. Zack. Roboter tot. Komm hier rüber. Können wir blocken? Protego! Nur halt nicht auf Q, sondern auf Shift. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Zack, zack. Was ist das denn? Ich dachte, es ist Fels, aber... Okay. Blubberblasen. Babu hat mit den... Kiefernwurzeln. Okay. Ich weiter nicht weiter hinterfragen. Ach ja. Heilige Scheiße. Hey, Hancho. Ja, Major? Was wissen wir über das Ziel? Viktor Petrov ist der leitende Ingenieur, der hinter Kollektiv 2.0 steckt. Er wurde wegen Verrats verhaftet und zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex verurteilt. Verstanden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Petrov befindet sich derzeit irgendwo in den unterirdischen Bereichen des Wawilow-Komplexes. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Okay, dann lass uns das tun. Ich bin mal gespannt, was Mütterchen Russland hier uns für uns bereithält. Ich komme. Alles gut da drin? Kommt! Ja, wer will uns töten? Scheiße! Ach, bleib bloß weg von mir! Die Schüssel! Aua! Du Androiden! Kannst mich mal! Die Oma mag ich schon mal. Was machst du denn so? Bist ja fast erwürgt worden. Gib mir die Hand. Oh, das war eine böse Überraschung. Du musst vorsichtiger sein. Das hier ist das reinste Irrenhaus. Ja, hab ich gemerkt. Das ist echt. Danke für die Hilfe. Kein Problem, Söhnchen. Was machst du hier eigentlich? Oh, bin nur auf der Durchreise. Wer bist du? Ich? Sina. Oma Sina. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Schon kapiert. Wie ist denn die Lage hier? Viele Opfer? Vielleicht hast du schon gemerkt, die Roboter greifen Menschen an. Wer kein Versteck findet, ist erledigt. Ja, bleiben wir hier stehen am Scheißhaus. Das passt schon. Waffe. Hast du irgendwas? Na klar. Aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du eine Waffe brauchst, sieh dich dort um. Der Wawilow-Komplex. Da will ich eh hin. Ah, heute ist dein Glückstag. Ich gehe auch dorthin. Ist ziemlich sicher. Verdammt, eine Pchela! Verdammt nochmal, wir haben 30 Sekunden. Beweg dich! 30 Sekunden und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen. Aber so richtig. Klappt nicht. Komm her, du Muskelpaket. Nein, 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 nein! Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn, Idiot. Genau so. Ich halte sie in Schach. Wow, eine ordentliche Waffensammlung. Was hast du vor? Los geht's. Ihr geht mir jetzt schon seit 2 Tagen auf die Eier. Nehmt dies. Fress.
Granny ist böse. Es geht sehr tief. Ich würde jetzt behaupten, wir haben unsere Granny verloren. Ja, die Zigarette danach. Was für eine gottverdammte Riesenscheiße. Also das, was die Oma abgeliefert hat, ja, da hätte ich mir auch eine angezündet. Auch wenn ich nicht Raucher bin. Aber meine Fresse, die war top. Weiß denn, was bin ich da reingeraten? Finde das Türventil. Also ich habe nicht scheiße gesagt. Das Spiel hat's gesagt. Oh, okay. Also man muss gedrückt halten. Irgendwie. Dann öffnet sich alles. Ansonsten immer nur so stückweise und nur Teile. Das passt. Wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür zu öffnen. Ach, was du nicht sagst. Synthetisches Material haben wir bekommen. Neuropolymer und Metallteile. Mehr über Petrov. Wie kam man ihm auf die Schliche? Michael Stockhausen entdeckte Petrovs Verrat. Petrov wurde dann vom Agentumverband verhaftet. Wie ist er dann hier unten gelandet? Nach dem Prozess wurde Petrov zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und als Gefangener hierher zurückgeschickt. Was? Ließ sich in der ganzen Sowjetunion niemand finden, der seine Arbeit übernehmen konnte? Der Start von Kollektiv war nur noch wenige Monate entfernt. Es wäre unklug, den leitenden Ingenieur zu ersetzen. Petrov musste seine Arbeit abschließen. Dazu wurde er gezwungen. Was ist an dem Burschen so besonders? Viktor Petrov war zuvor der leitende Ingenieur einer geheimen Abteilung der Akademie der Konsequenzen, die sich der Programmierung von Robotern für Kollektiv 2.0 widmete. Verstehe. Also wir haben jetzt irgendwie eine Audioaufnahme gefunden und auf G können wir die abspielen lassen. Ein Notfalleintrag. Ich bin Programmiererin. Mein Name ist Ekaterina Wischnewskaja. Es gab einen Zwischenfall im Wawilow-Komplex. Roboter haben angefangen, alle zu töten. Ich bin im Moment... Hey, wer ist da? Sie haben mich gefunden. Bleibt weg! Ich habe eine Granate! Hier spricht Oberfeldwebel Ibrahimov. Ich bin ein Mensch. Du musst mitkommen. Hier ist es gefährlich. Verschwinde, du Monster! Nein, hör doch zu! Okay, wir haben jetzt unten... unten links ein HUD-Element, oben rechts auch Alarmstufe, aber unten links, wenn ich jetzt X drücke, kann ich das wahrscheinlich mit X dann mich heilen oder sowas ähnliches. Ach so, das ist Ausweichen, also mit Shift unten links, dieses obere Icon. Genau, jedes Mal, wenn ich Shift drücke und ausweiche, dann wird das entleert. Also ihr könnt nicht unendlich sozusagen Shift drücken. Aber das entspricht dann schon eher der Sowjetunion, die man kennt. Also da unten Schnieke, aber so in die Seitengasse abgebogen und ja, dann sieht es so aus. Und dann haben wir hier was markiert. Nehmen wir mit. Eingesteckt, ein Ventil. Ah, seht ihr. Also... welche Richtung geht's denn jetzt? Geht's wieder zurück? Ach ja, wir müssen ja drehen. Ja, stimmt. Die sehen ungesund aus. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Sieht eher aus wie so ein Versteck für einen Hulk oder so.
Tschüss. Okay. Also das, liebe Kinder, war eine Pflanze. Schnellzugriffsmenü, Tab, gedrückt halt. Eieiei. Irgendwie als ob die Unreal Engine in allen Spielen gleiche Elemente... Ich weiß, ja, sie unterstützt das. Aber überall... Okay, also Tab gedrückt halten. Und dann könnt ihr das... Wir haben hier auch ein Gewehr. Mit einem Schuss. Also die eine Kugel, die haben sie uns gegeben für den Fall der Fälle. Okay, wir sind jetzt schon fast eine Stunde unterwegs, haben aber noch nicht so viel vom Spiel gesehen. Also wir werden auf jeden Fall das Spiel durchspielen. Das Video erscheint ja dann auf dem... Die Maschinen erhoben sich auf... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Gegner können Superangriffe ausführen, die P3 umwerfen, also uns, Sergei, wenn sie erforderlich sind. Wenn ein Gegner einen Superangriff auflädt, weist Charles dich darauf hin, dass du am besten ausweichen solltest, wenn dir die rote Markierung erscheint. Drücke Shift, um auszuweichen. Der Asche. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich habe gerade viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich. Ach, lange halte ich das nicht aus. Dieser erste Roboter hat mir ganz schön zugesetzt. Zerstörte Roboter enthalten ein reanimierendes Neuropolymerpräparat namens Neuromed. Nimm. Sichere Gebiete. Pausenräume sind in die sicheren Zonen des Spiels. In allen diesen Räumen befindet sich eine manuelle Speicherstation. Okay. Neuromed-Kapsel heraus und heile dich damit. Speichere Daten. Das ist mal ein lustiges Teil, oder? Ein Bandlaufwerk. Okay. Unser Leben wird auf Band gespeichert. Das ist cool. Habe ich mich erst letztens über Hogwarts ausgelassen, weil die Kisten werden nur leicht geöffnet, wie in einem Uraltspiel. Kisten sind leer. Oft wachsen auch Büsche oder sowas durch die Kiste durch. Aber nie ist etwas in den Kisten drin. Nie. Also wieso kann man es jetzt nicht einfach so reinlegen? Irgendetwas. Irgendein Scheiß. Irgendwelche Dinge. Es ist auch interessant gelöst. Die Tiefe zu simulieren... Man kann das ja mit einem Bildschirm, aber man bekommt trotzdem kein richtiges 3D. Aber Tiefe ist meist sehr einfach zu gewinnen, indem man wirklich die Objekte versetzt. Speichere Daten. Cool, also das ist cool. Das ist cool. Ah, so ein Holzbrett. So ein altes besitze ich noch aus sehr alten Zeiten. Zweiter Weltkrieg. Ja, jedenfalls, wir spielen uns durch. Hier dieses kleine Review. Die erste Stunde, die erscheint ja hier auf dem Exocon. Mehrere Ressourcen gleichzeitig einsammeln. Wenn sich vor dir mehrere Kisten befindet, halte F gedrückt, während du ihre Richtung schaust und bewege dich, ohne F loszulassen, von einer zur nächsten. So erkennst du die Ressourcen mehrerer Kisten gleichzeitig einsammeln. Also das, was ich meinte. Schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova Abalakov Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Das ist cool. Ich finde es schön, wenn Spiele sowas erklären und nicht einfach sagen, ja, du hast eine riesen Tasche und ja, die ist halt so. Also wenigstens sowas Einfaches wie Gewicht oder so, dass du nur 50 Kilo tragen kannst und jeder Gegenstand hat einen Kilowert oder ähnliches, ja, auch wenn es nicht optimal ist. Ja, jedenfalls erscheint dieses Spiel auf Exocon, auf dem Hauptkanal, und auf dem Zweitkanal Exocon Raw erscheinen dann die weiteren Gameplay-Videos. Dann wahrscheinlich jeden Tag eins, immer so ein Stündchen. Ich werde nicht überfordert, ihr werdet nicht überfordert, falls ihr Interesse habt. Und dann haben wir jetzt eine zähe alte Hexe. Warum hast du das Ding eingeschaltet?
Uns wurde befohlen, es bei deiner Ankunft einzuschalten, Genossin Muravjova. Mein Befehl lautet, es zu dokumentieren. Du kannst deinen fetten Arsch dokumentieren, aber mich nimmst du nicht auf. Lass mich durch! Und nenn mich nicht Genossin Muravjova, für dich immer noch Oma Sina, Bürschchen. Wir dürfen dich nicht durchlassen, Genoss... Oma Sina. Nicht ohne Autorisierung. Was? Ich durfte bisher immer hier rein und jetzt plötzlich nicht mehr? Jetzt hör mal zu. Entweder lässt du mich sofort durch. Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Oder ich komme später wieder und dann steht sich hier jemand anders die Beine in den Bauch. Also? Geh einfach rein. Dachte ich's mir doch. Wegtreten. Das finde ich auch nett. Weil in den meisten Spielen wird dann der Audiolog oder ähnliches dann automatisch angehalten. Du musst dann im Menü suchen. Und hier wird der Autolog angehalten. Dann kommt die andere Information, die ihr bekommen solltet. Und dann geht's weiter. Irgendwie versuchen sie immer den gleichen Angriff. Mal gucken, ob das so bleiben wird. Also so ein Sprungangriff. Setz dich, Michael. Ich muss nur meine Arbeit fertigstellen, dann helfe ich dir. Laborroboter 84, bring Genosse Kolz auf eine Tasse Tee. Bin gleich zurück. Ein bisschen mühselig. Okay. Ist ja jedem selbst überlassen, ob er da alles absuchen soll oder nicht. Ich würde es empfehlen, soweit ich das mitgekriegt habe. Weil ihr ja wirklich diese Materialien braucht. Wir haben jetzt übrigens schon sogar 5 von diesen Heildingern. Wenn ich jetzt X drücke. Ja. Also so ähnlich wie das, was wir ganz zu Beginn in der... auf der Expo da uns gesaugt haben. Hey, Handschuh. Mein Name ist Charles, Genosse Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Huh? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Oh, 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 oh. Also Freunde. Ja, komm, wer will noch eine Runde? Wer will noch mal? Aua, aua, aua. Daddy will noch mal eine Runde. Komm her. Metallschrott. Also liebe Kinder, habt ihr gelernt, wenn es mal Androiden gibt, immer eine Axt irgendwo im Flur bereithalten. Für den Notfall, für alle Fälle. Also man kann ja nie wissen. Oh, das ist cool. Wartet, ich kann jetzt Gegenstände aufheben. Also irgendeinen, das geht nicht. Aber die Kiste könnte ich aufheben. Und dann kann ich sie... Zack, F gedrückt halten und Feuer frei. Okay. Hocker, zack. Also einfach nur F gedrückt halten und dann F einmal einzeln drücken. Lässt er den fallen. Und nochmal F gedrückt halten. Dann schmeißt er den weiter fort. Kein Zugang, nur für Maschinen. Naja, bla bla. Also wir können nicht so richtig schneller laufen. Also wenn wir Shift drücken, dann... Wieso ist der kacken?
hätte lieber nochmal das geübt mit dem Anschleichen, weil das hat ja irgendwie nicht funktioniert mit dem E gedrückt halten oder E immer im Polymerisation 20 von 100. Ja, schön. Aber es war auf jeden Fall gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Oh, das ist cool. Das ist, das Friedrich Asom ist das Herz der sowjetischen Mechanisierung. Wieso es sowas auch heutzutage nicht gibt, also größere Maschinen, kein Flugzeugträger, sowas, sondern wirklich sowas für die zivile Luftfahrt, Raumfahrt. Okay. Waren wir da nicht gerade hergekommen? Ja, da waren wir doch hergekommen. Okay, Toiletten. Ja, da geht's weiter. Natürlich. Oh, da ist noch eine Kiste. Ah, ich liebe die Kisten. Besten Kisten im Spiel. Aber wieso ist denn da so eine Ausbeutung? Wie für Plutonium oder so? Okay. Hier geht's nicht weiter. Fahrstuhlmusik. Ist hier weiter? Aber wir sollen dahin. Wir sollen suche weiter nach Viktor. Gesucht, tot oder lebendig. Viktor Petrov. Du willst mir also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgendwie geschafft hat, sich in Kollektiv zu hacken. Dem Werk der klügsten Köpfe der Sowjetunion. Streng genommen wurde Kollektiv nicht gehackt. Niemand wäre in der Lage, die Algorithmen zu umgehen, die Professor Lebedevs Team an der Akademie der Konsequenzen entwickelt hat. Und warum passiert denn dieser ganze Scheiß hier? Die Verräter haben einen falschen Kampfmodus in Kollektivs Algorithmen eingebaut, durch den die zentrale Übertragungsstation alle Menschen als angreifende Soldaten betrachtet. Und unsere Wissenschaftler können das wirklich nicht ohne Petrov beheben? Sie könnten, aber das würde einiges an Zeit kosten, während viele weitere Menschen sterben und Informationen über den Zwischenfall nach draußen dringen. Oh mein Gott. Also geht es eigentlich nur darum, dass wir was vertuschen? Jetzt bin ich zu Hause. Jetzt verstehe ich das. Das ist ja dann klar. Jetzt fühlen wir uns wieder russisch-heimisch. Sowjetisch-heimisch. Im heutigen Russland würde sowas nie passieren, was zu vertuschen. Not on my watch. Zu viel zu tun. Kein Problem. Ein Roboter hilft dir gerne. Ja, Facepalm. Ist da gerade die Tür offen? Oh. Ja, dann Bandlaufwerk. Speichere Daten. Schade. Ich dachte kurz. Oh, russische Cartoons. Die Konkurrenz zu Bugs Bunny und Co. Die sind gar nicht mal so schlecht. Aber leider irgendwie stecken geblieben. Nicht evolviert. Ist das der korrekte Begriff? Der korrekte Begriff. Evolution. Voranschreiten. Sich entwickeln. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den inneren Sektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Sie hat ein elektromagnetisches Schloss. Also muss ich es mit einem elektromagnetischen Impuls kurzschließen. Okay, und wie? Dein Handschuh kann mit einem EMP-erzeugenden Schockmodul ausgerüstet werden. Irgendwo in der Anlage müsste eine Kapsel mit dem Neuropolymer sein, das zur Installation des Schockmoduls erforderlich ist. Gut. Ich kümmere mich darum. Viktor, mein Schatz. Es ist zu gefährlich, weiterhin solche Nachrichten zu hinterlassen. Das hier ist die letzte.
Hier stimmt was nicht. Kann gar nicht sein, ich war hier. Sieht ja aus wie ein Transformer. Okay. Aber was ist mit meiner Aufnahme? Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge auf Exocon Raw. Vielleicht leben wir dann noch. Mit dir, Soldat. Gut, noch ein bisschen mehr. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Wie viele Finger? Vier. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette, 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 Pinzette! Ja, ja. Her damit! Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! Larissa! Nein. Hallo. Oh, verdammt. Vorsicht vor dem Strahl. Abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Okay, also, dann, wie schon erwähnt, nachdem wir hier unseren kleinen Adolf niedergestreckt haben, bis zur nächsten Folge auf Exocon Raw. Falls es euch gefallen hat, gerne ein Like dalassen, würde ich mich freuen, oder ein Kommentar. Bis zur nächsten Folge, euer Exocon. Vielen Dank. An dem können wir Leichenschändung betreiben. Ja, funktioniert ganz gut. Können wir den auch noch aufnehmen? Nö, den nicht. Gut, dann halt nicht.